Das Klima verändert sich und unseren Planeten. Vielerorts ist die Erde schon heute zu trocken, kann die Menschen nicht mehr ernähren. Immer wieder versagt die Politik bei diesen immensen Herausforderungen. Dass sich Klimaschutz und Armutsbekämpfung wirksam, effizient und gerecht miteinander vereinbaren lassen, zeigt die Studie Global, aber gerecht, die von Wissenschaftlern verschiedener Fachbereiche gemeinsam mit den Experten von Miserior und der Münchner Rückstiftung erstellt wurde. Dass hier das Potsdamer Institut, die Münchner Jesuiten mitmachen mit ihrem politischen, gesellschaftspolitischen Institut und die Münchner Rückstiftung und Miserior zusammen, das war eine wunderbare Kombination, weil wir da von verschiedenen Seiten auf ein Problem schauen, ein Problem, das wir nur miteinander bewältigen können. Wo in der Welt sind Menschen am verwundbarsten? Wo fehlen Wasser und Nahrung am dringendsten? Welche Küstenregionen sind durch die Erderwärmung bedroht? Dies zu ergründen, im Diskurs mit den Betroffenen, steht im Fokus der Studie. Ethische Betrachtungen und wirtschaftliche zu verbinden, ist ja nicht immer ganz einfach, aber auch im Rückbezug zum Süden, dass wir gerade von Miserior immer wieder gesagt haben, wir wollen auch mit den Leuten im Süden reden und dass wir nach vor Ort gegangen sind, dass wir versucht haben, das sprechfähig zu machen und dass wir auch ernst genommen haben, was da an Kritik kam. Also denen zu erklären, was ein Kyoto-Protokoll ist, war nicht so einfach. Und deren Kritik am CO2-Handel war auch nachzuvollziehen. Die Chancen und Notwendigkeiten einer gerechten Globalisierung zu erforschen, eine Herkulesaufgabe. Welches Konfliktpotenzial sie birgt, zeigt der Disput der Wissenschaftler bei der Präsentation der Studie in Berlin. Der Handlungsdruck ist schon immens groß und die Weltgemeinschaft steht im Grunde vor einer klaren Alternative. Entweder wir setzen die Lebensgrundlagen langfristig aller Menschen aufs Spiel oder wir entscheiden uns gemeinsam, etwas Neues zu beginnen und die Probleme in globaler Abstimmung zu lösen. Weltweit muss der CO2-Ausstoß dramatisch gedrosselt werden. Erwärmt sich die Erde um mehr als 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau, befürchten die Forscher verheerende Auswirkungen. Die Studie hat für mich 2 sehr wichtige Dinge zutage gefördert. Einmal, es gibt Energiepfade, die uns das so wichtige 2 Grad Ziel noch schaffen lassen. Das geht also, wir sind also nicht zwangsläufig dem Klimawandel voll ausgeliefert. Und das zweite war die Erkenntnis, dass die Verfahrensgerechtigkeit besser zu nutzen ist, die politischen Prozesse, die im Moment laufen, auch um den Klimawandel zu bekämpfen, die sind alles andere als verfahrensgerecht. Die armen Länder werden zu wenig eingebunden und so können wir nur schwer eine gerechte Lösung finden. Wie aber sollen sich die armen Länder wirtschaftlich entwickeln, ohne selbst mehr und mehr das Klima zu belasten? Wie die industrialisierte Welt Wohlstand erhalten und gleichzeitig drastisch weniger CO2 ausstoßen? Gibt es einen weltumspannenden Ansatz? Und deswegen schlagen wir einen Emissionshandel vor, der 3 Komponenten hat. Erstens, die Emissionen langfristig zu reduzieren. Zweitens, diese Emissionsrechte so zu verteilen, dass jeder Erdenbürger bis zum Jahr 2050 das gleiche Recht auf Emissionen hat. Und das Dritte ist, diese Emissionsrechte handelbar machen, damit die günstigsten Vermeidungsoptionen realisiert werden können. Das ist aus meiner Sicht der Hauptbestandteil eines Global Deals. Klar ist, es ist weder praktikabel noch gerecht, von den Armen der Welt CO2-Einsparungen zu fordern, solange dies das notwendige Wirtschaftswachstum der Entwicklungsländer für die Armutsbekämpfung verhindert. Es kommt darauf an, dass wir zeigen, dass engagierter Klimaschutz, der Versuch, sozusagen dem Abfall CO2 einen Preis zu geben, der in unserer Industriegesellschaft zu den betriebswirtschaftlichen Kosten gehören muss und nicht zu den externen Kosten, die Gesellschaft zu bezahlen hat, dass das funktioniert und dass man trotzdem wirtschaftlich erfolgreich sein kann.
für unsere Kinder und Kindeskinder hier, aber auch für die Kinder und Kindeskinder der Armen in aller Welt haben wir eine Verantwortung. Jeder und jede muss an der Verantwortung mitstricken und den nötigen Druck aufbauen. Das machen wir ja vom Miserio, wollen wir ausmachen, dass wir sagen, diese Studie ist ganz entscheidend, Druck aufzubauen, Bewusstsein zu bilden, damit die Politik endlich vorangeht.